Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video on air live auf der PS3 sind wir zurück und mit dem edlen Gameplay-Spender Sedat C. Herrschaft, Hijacket, Mann, oh Mann, ich freue mich hier wieder zu sein bei euch und so und heute gleich mal mit einem richtig krassen Thema und zwar glaube ich etwas, aber es ist nur eine Vermutung, da müsst ihr alle mitentscheiden und zwar fangen wir einfach mal an. Und zwar Globalisierung wird dieses Video heißen. Wir leben heute in einer sogenannten globalisierten Welt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Rasierer kaufe, dann kommt das Teil aus Taiwan, das andere Teil kommt aus China und das andere Ding aus einem anderen Land. Warum ist das so? Nun ja, da gibt es natürlich viele Faktoren und viele Sachen, die da mit einfließen. Zum Beispiel viele deutsche Firmen gehen ins Ausland. Oder auch Schweizer Firmen oder andere Firmen gehen einfach ins Ausland, weil es dort billiger ist zu produzieren. Ob die Qualität dann besser ist, das sei dahingestellt. Aber was ganz schlimm ist, sind die sogenannten Arbeiter, die einfach einen fetten Hungerlohn bekommen für ihre Arbeit. Zum Beispiel Leute bei Apple. Wir lieben Apple. iPad, iPhone, iPad, habe ich ja schon gesagt, iMac und solche Sachen. Sind ja relativ, billig, muss man sagen. So ein iPad kostet vielleicht 500 Euro. Und ja, produziert wird das natürlich dann für 120 Euro in den billigen Ländern. Und die Leute haben da wirklich kaum ein Recht auf Meinungsfreiheit. Und die dürfen auch nicht einfach so demonstrieren. Wenn die demonstrieren, die Arbeiter bei Apple in China, dann werden die gekündigt, einfach so. Egal, ob es rechtens ist oder nicht rechtens ist. Und die verdienen vielleicht, lasst mich mal lügen, so 200 bis 300 Euro im Monat. Das wäre in Europa gar nicht möglich. Und nun kommt meine fette Vermutung. Ich glaube einfach, es gibt zwei Teile von Menschen. So, der Europäer oder der Westeuropäer oder einfach, ja, um es in der Industrie zu sagen, der wichtige Mensch und der unwichtige Mensch. Der unwichtige Mensch sind die Arbeiter in Indien, die Leute, die in irgendwelchen Gruben arbeiten müssen, Leute, die von Großkonzernen ausgenutzt werden. Das kann jetzt auch Nestle sein, das kann auch jetzt andere Länder sein, einfach andere Firmen, Textilbranchen in Indien. Wir wissen, wie die Arbeitsbedingungen da sind. Es gibt zwei Teile von Menschen und der andere Teil, der nichts zu sagen hat, der arm ist, ja, der ist nichts wert. Und ich dachte immer, wir Menschen sind alle gleich wert und haben doch auch alle das Recht auf einen gleichen Lohn. Auf gleiche Sicherheit, auf gleiche Arbeitsrechte. Aber das ist in den anderen Ländern natürlich nicht so. Und das ist in meinen Augen schon krass, dass Firmen so etwas tun, weil man sieht es nicht, was ein iPad alles schon in der Hand gehabt hat. Jedes iPhone ist durch viele Hände gegangen. Viele Hände. Viele Hände, die hart schuften für ihre Familien, aber dafür nichts bekommen. Weil Apple diesen Menschen einfach einen scheiß Hungerlohn bezahlt. Ich rede jetzt nicht nur von Apple, Leute. Es gibt, muss mir lügen, ein paar hunderttausend Firmen, die auch Hungerlöhne machen. Und das ist für mich ganz klarer Betrug. Ich kaufe trotzdem Apple-Produkte, ein iPhone oder so, das ist kein Problem. Aber wir leben halt in einer globalisierten Welt, wir können es nicht verhindern, um es ganz klar zu sagen. Und wenn man jetzt sagt, ach komm, ich kaufe kein iPhone mehr, dann hat man das Problem noch nicht behoben. Weil es, weil selbst in einem PS3-Controller steckt sozusagen Sklavenarbeit, um es jetzt mal ein bisschen hart zu sagen, gut. Es ist einfach furchtbar, Leute, und ich musste dieses Thema einfach mal ansprechen, dass die Firmen viele Arbeiter einfach ausnutzen, ihnen Hungerlohn bezahlen, keine Sicherheit am Arbeitsplatz, Überstunden, wenig Urlaub bis gar kein Urlaub und die Leute, die arbeiten 18, 19 Stunden und kriegen dafür am Ende des Tages 1,20 Euro und ich denke schon, das ist dann schon ganz klar Betrug. So. Verhindern können wir es nicht, auf jeden Fall, aber auf jeden Fall können wir sagen, hey, die Arbeiter, die so etwas durchmachen müssen, hier in anderen Ländern, lasst euch eins sagen, ihr seid nicht schlecht, ihr seid gute Menschen, ihr habt ein gutes Herz, ihr
arbeitet für eure Familien und die Großkonzerne fickt die einfach ins Knie oder so. Tut mir leid, dass ich jetzt solche Ausdrücke sage, aber ist ja so, man kann nichts machen. Globalisierung eben, das ist Globalisierung auf dem harten Weg so. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Egal, ignorieren. Auf jeden Fall sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Was ist das? RIP 19. Wieso nur die PS3? Weil sie kaputt war und nicht mehr funktioniert hat. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wir sehen uns irgendwann mal. Ciao. So, jetzt muss ich erstmal hier auf Ausdruck.